Wie kannst du überhaupt deine Lebensaufgabe und Berufung erkennen? Und was gibt es für Tools, die dir dabei helfen können? Du hörst Herzkanal Spirit, deine Reise vom Kopf zum Herzen. Ich bin Alexandra Ballhorn und hier geht es um transformierende, bodenständige Spiritualität für dich, dein Leben, deine mentale Gesundheit, deine Selbstermächtigung und dein Business. Lass uns gemeinsam strahlen und jetzt geht's los. Der Ruf der Menschen wird immer stärker und stärker und fast jeder Mensch, der sich mit dem Thema Spiritualität beschäftigt oder fast jeder Mensch, der gerade unzufrieden ist und im Burnout festhängt oder steckt, stellt sich die Frage nach der Lebensaufgabe. Warum bin ich hier? Was habe ich überhaupt für eine Aufgabe? Und im Wort Aufgabe steckt ja auch deine Gabe. Also viele Menschen sind auf der Suche nach ihren Gaben und nach ihren Talenten. Einige regen sich auf, dass das ganze Netz davon voll ist. Das hat aber den Grund, wenn wir es astrologisch betrachten, dass es einfach der Lauf der Zeit ist. Dass wir gerade in einem mega, mega Umbruch sind und ja, dass die Transformation und die Entwicklung auf der Erde gerade jetzt im Moment das mit sich bringt. Wir haben ja nun echt auch 2,5 Jahre Scheißjahre erlebt, wo wir schon, also auch wir im Herzkanal-Unternehmen vieles umgestellt haben, vieles anders machen mussten, als wir es eigentlich machen wollten. Also wir haben uns vor 2,5 Jahren entschieden, ein Herzkanal-Seminarhaus zu eröffnen und schwupps, fast zeitgleich oder ein paar Wochen später war das schon nicht mehr gewährleistet. Und wir haben natürlich auch gedacht, was machen wir jetzt? Aber wer mich kennt, weiß, dass ich halt mit Begeisterung immer schaue, was kann ich wie besser oder anders machen? Und wir sind da auch mehr oder weniger auf einen anderen Weg geleitet worden. Und das bist du wahrscheinlich auch. Und wahrscheinlich überlegst du auch gerade, wenn du den Podcast jetzt hörst, wie kannst du deine Gaben und Talente nach außen bringen und was gibt es da alles? Und wichtig ist ja, dass du weißt, dass jeder Mensch, je nach dem eigenen Entwicklungsstand und je nach eigenem Bewusstseinszustand ja auch daran beteiligt ist, was kannst du gerade leben aus deinem Leben? Wo merkst du, der Bus ist eigentlich vorbeigefahren und du hättest dich viel früher kümmern können? Oder wo kannst du jetzt schnell in den Bus noch einsteigen? Und wenn du dich fragst, was der Bus ist, ich erkläre es immer so in meinen Seminaren, manchmal ist ein guter Zeitpunkt, in den Bus auch einzusteigen und die Entscheidung zu treffen, in den Bus auch einzusteigen, weil sonst verpasst du nämlich ganz viele Kostbarkeiten in deinem Leben. Und weißt du, es gibt in deinem Leben nicht nur die eine Aufgabe, sondern es gibt auch mehrere Aufgaben, ja, die du in deinen verschiedenen Zeitabschnitten deines Lebens bearbeiten darfst. Und wenn ich jetzt hier einfach mal ein bisschen von mir erzähle, bin ich zum Beispiel ins Podcasten reingewachsen. Ich bin reingewachsen in die Social Media Aufgaben. Ich bin reingewachsen in das Thema sichtbar machen. Und ich bin vor allen Dingen hineingewachsen in das Thema, sich mit Spiritualität und spirituelle Kunst sich selbstständig zu machen. Das heißt, ich kann meinen Kunden heute auch von gewissen Sachen abraten und zu gewissen Sachen raten, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe. Und das ist super, super hilfreich. Und das ist nicht nur im Thema Selbstständigkeit so, das ist auch im gesamten Leben so. Und deine Lebensaufgaben, die du mit auf die Welt gebracht hast, die wurden ja schon vor deiner Inkarnation von deiner Seele bestimmt. Also,
Und das ist was, was wir einmal in der Astrologie schauen können. Was hast du für ein Karma mitgebracht? Welche Aufgaben sind da? Und mit welchen Erfahrungen und mit welchen Menschen darf einfach ein Ausgleich stattfinden? Wo bist du vielleicht für viele Menschen so ein Sternenarschengel? Also das heißt, Menschen lieben dich nicht für etwas, wo du ihnen eine Erfahrung schenkst. Das kann ja auch sein. Und die berühmten Sternenarschengel, klar können wir sagen, super, wir haben da eine Erfahrung gemacht, aber dass die Erfahrung immer eine super gute ist, das merkst du ja erst im Nachhinein. Ja, dein Bewusstsein, also Bewusstseinsarbeit. Ich glaube, dass ich heute, jetzt, in dem Moment, dass meine Bewusstseinsentwicklung gewachsen ist für das Thema Selbstständigkeit und was da alles noch dazu gehört. Das war ich bin jetzt seit 2001 selbstständig. Das war 2001 noch nicht so. Da war ich in manchen Sachen ein bisschen blauäugig und hätte auch niemals gedacht, dass ich einen Podcast mache, dass ich Kartenset rausbringe, dass ich Ausbildungen gebe, dass ich mit Armin zusammenarbeite. Also all das war eine Bewusstseinsentwicklung. Und in dieser Entwicklung habe ich mir mehrere Aufgaben angeschaut. Bei den einen habe ich gesagt, okay, die machen mir keinen Spaß. Und die anderen habe ich einfach viel mehr ausgebaut. Und deine Entwicklung, deine Erkenntnisse in deinem Leben, deine Erfahrungen, die erweitern ja auch dein Bewusstsein. Ich bin überzeugt davon, dass kein Mensch seine Bewusstseinsentwicklung beschleunigen kann. In dem Sinne beschleunigen, ja, dass du vielleicht, klar, viel schneller irgendwo hinkommst. Aber es ist so, so wichtig, dass du deine Erfahrungen machst. Deine Erfahrung mit gewissen Themen, mit gewissen Tools vielleicht. Und dann gibt es ja noch Kollektivaufgaben, also Aufgaben, mit denen du gemeinsam mit anderen Menschen arbeitest. Das heißt, gemeinsam für die Gemeinschaft etwas voranbringst. Und das wird natürlich auch im Jahr 2023 ein großes Thema werden. Ich weiß nicht, wann du den Podcast jetzt hörst oder hören wirst oder wenn du ihn später hörst. Ja, eine Community aufbauen, eine Gemeinschaft kreieren, gemeinsam etwas voranbringen, das ist super, super wichtig. Und ja, Fragen, die du dir dann stellen kannst in deinen Lebensaufgaben oder wenn es um das Thema Lebensaufgabe geht, wenn du ja dir deine Gaben, deine Fähigkeiten und deine Talente anschaust, gibt es ja Fragen, die du dir stellen kannst. Was interessiert dich besonders? Was liegt dir am Herzen? Was ist dir ein Herzensanliegen? Und worüber willst du einfach noch viel mehr lernen? Und wo geht's mir gut mit? Wo geht's mir schlecht mit? Wo bin ich begeistert? Wo liegt meine Leidenschaft? Was sind meine Interessen? Was interessiert mich besonders? Und wo bist du gut sichtbar für Menschen im Außen? Wo darf noch Heilung fließen? Und wie kannst du anderen Menschen gut dienen? Das sind ja alles Fragen bei der Lebensaufgabe und bei Berufung. Was kannst du da machen? Und die Tools, mit denen ich arbeite, ist einmal die geistige Welt. Und ich weiß nicht, ob man geistige Welt als Tool bezeichnen kann, weil es seit meiner Kindheit schon einfach sehr intensiv bei mir ist, die geistige Welt. Ich das aber nicht gecheckt habe. Ich habe keinen gehabt,
der mir erklärt hat, hey, das ist die geistige Welt und du kannst mit verschiedenen Ebenen kommunizieren. Ich dachte ja lange Zeit in meinem Leben, ich bin total durchgeknallt und verrückt. Aber was meine Gabe und mein Talent war, ich bin einfach dran geblieben und habe erkannt für mich, dass ich da scheinbar etwas mit mir trage in meinem Leben, wo nicht jeder Mensch Zugang zu hat. Aber auch das durfte ich erstmal lernen. Es gibt die Astrologie. Und meine erste astrologische Ausbildung war vor 18 Jahren. Und dann habe ich viele Kurse auch besucht, um mich da weiterzubilden. Das Thema Human Design, da bin ich jetzt im, ich glaube, fünften Jahr unterwegs. Und dazu gehört ja auch viel. Das Thema Numerologie oder das Thema Kabbala. Also, das sind alles Themen, die Tools sind, die dich auch unterstützen können. Aber ich sage jetzt hier, Achtung, gerade auch das Thema Astrologie und Human Design. Du hörst, wenn du zum Beispiel eine astrologische Beratung bekommst und es geht um dein Geburtshoroskop oder auch im Human Design, wo es um deine Gaben und Talente geht, dann bekommst du ja immer den optimalen Zustand. Und viele Menschen, ja, erkennen sich dann wieder. Aber dann gibt es ja noch eins, den Weg dahin. Wie kommst du denn dahin? Wie kommst du denn in deine Heilung und? Also, das heißt nicht, dass du das alles schon so lebst. Und das ist ja deine Erfahrung, dein Leben und die verschiedenen Busse, die dann bei dir vorbeifahren. Du kannst auch die Lebensaufgaben anhand der Sternzeichen hervorbringen. Und wenn wir jetzt die verschiedenen Sternzeichen oder Tierkreiszeichen durchgehen, dann können wir, ja, ich bin Löwe, ich inspiriere dich total gerne und ich will dich mit deiner Begeisterung anstecken. Ich will deinen Geist wachsen lassen. Das heißt, ich will mental mit dir arbeiten, damit du wächst, damit dein Bewusstsein sich weitet. Vielleicht bist du auch gerade Löwe und hörst das. Das kann sein. Und du denkst, ja, genau, das will ich machen. Das ist super klasse. Also anhand deiner Sternzeichen, Tierkreiszeichen kannst du auch super viel entwickeln. Und ja, im Thema Tierkreiszeichen und was vielleicht für dich für das nächste Jahr ansteht, da schaue ich immer ganz gerne in den Rauhnächten auch. In meinen Rauhnachtskursen gibt es viele Geschenke, wie du wachsen kannst. Ich werde auch hier die Lebensaufgaben der Sternzeichen, Tierkreiszeichen auch nochmal angehen und dir erzählen, aber das ist alles, ja, was du anhand verschiedener Tools auch, wie du deine Lebensaufgaben erkennst. Also im Human Design ist es zum Beispiel so, entscheidest du zwischen, ich meine, es sind 192 Lebensaufgaben und es sind 768 Inkarnationskreuzvarianten. Und eine Analyse zu machen im Human Design oder auch in der Astrologie, mit einer Beratung kriegst du noch lange nicht all das gesagt, was wirklich möglich ist. Und im Moment, also vielleicht triggert dich das, dann schau einfach, was dich triggert. Boomt das gerade sehr, Astrologie und Human Design? Und ich arbeite seit vielen, vielen Jahren mit Menschen daran, wie komme ich denn dahin und wie kann Heilung fließen? Und da finde ich die geistige Welt einfach super gut, weil die geistige Welt gibt dir deine nächsten Schritte. Die geistige Welt hat ein Anliegen, die will dich mit
dir verbinden, damit du auch lernst, selber wieder zu fühlen. Weil was nützt dir das beste Tor? Was nützt dir das beste Inkarnationskreuz zu wissen? Ja, was nützt dir deine beste Zeit, astrologisch zu wissen oder was möglich ist, wenn du dich nie auf den Weg machst, dich zu verbinden damit und dich mit dir selbst zu verbinden? Und das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dir das noch für dein nächstes Jahr oder für deine ganzen kommenden Jahre, egal wann du das jetzt hier hörst, einfach mitzugeben. Du gehst deinen Weg. Du kannst dir Menschen, spirituelle Teacher, Lehrer, so wie ich das voller Leidenschaft mache, aussuchen oder Mentoren, Mentorinnen aussuchen, die dich dabei unterstützen. Aber deinen Weg gehst du immer selber. Es ist einfach hilfreich, dich mit erfahrenen Menschen auszutauschen, weil du dann wirklich schauen und prüfen kannst, hey, brauche ich die Erfahrung? Gehe ich direkt die Abkürzung oder? Und das ist der Sinn dahinter. Aber deine Lebensaufgaben, die darfst du einfach kennenlernen. Und frag dich wirklich, was hast du als Kind mit Begeisterung getan? Was hast du als Kind mit Begeisterung gemacht? Und vielleicht geht's dir da so, wie es mir auch ging. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da konnte ich mich an viele, viele Punkte meiner Kindheit null erinnern. Und ich war immer sehr verwundert, wenn viele wie aus der Pistole geschossen sagen konnten, na, da war doch das und da war das und da war das. Das ging bei mir nicht so. Und in meiner Hypnoseausbildung vor vielen Jahren zum Beispiel bin ich an die Punkte gekommen, warum, wieso, weshalb ist das so? Und ich konnte vieles erkennen auch. Das heißt, ich liebe Heilhypnosen, ich liebe Hypnosen mit dir zu machen, damit du auch Erfahrungen machst auf deinem Weg. Und ich glaube, wenn ich aufschreiben würde, was ich alles für Ausbildungen gemacht habe und was ich mache und wie ich arbeite, dann würdest du vielleicht Überforderung fühlen. Aber bei mir ist es so, kommst du in meinen Raum, dann sagt die geistige Welt, was für dich gerade genau das Richtige ist. Und das ist meine Lebensaufgabe. Ich liebe es, dich zu inspirieren. Ja, durch all meine Erfahrung, die ich auch gemacht habe und durch all meine Ausbildung. Und ich liebe es, dir auch aufzuzeigen, wie kannst du Spiritualität und in deinem Business leben? Was ja nicht heißt, dass du mit Räucherkerzen wenn du eine Firma hast, mit Räucherkerzen durch deinen Betrieb laufen musst. Nein, dein Spirit, was kannst du tun, damit du wächst? Und wie kannst du dein Unternehmen gesund führen? Und wie kannst du dich selbstständig machen? Und das find ich auch super, super gut, dich da zu begleiten. Und da gibt es bestimmt auch einen anderen Podcast nochmal zu, wo ich dir all die Schritte und Erfahrungen gerne erkläre und aufzeige. Ja, ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen gelernt. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen geschmunzelt zum Thema Lebensaufgaben. Ich mag es manchmal gerne bodenständig rüberbringen. Ich mag es nicht so gerne, wenn Spiritualität so heilig gehalten wird. Wir Menschen sind alle nicht heilig, aber wir wünschen uns diese heilige Energie, in die wir eintreten können. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Im Grunde genommen brauchen wir den ganzen Schnickschnack nicht. Wir brauchen keine Kerzen, wir brauchen keine Aurasprays und. Wir brauchen keine Steine, aber genau die Energie unterstützt uns und das ist schön. Und bei mir kannst du auch Aurasprays kaufen und bei mir kannst du auch Aurasprays persönlich für dich herstellen lassen. Und die Menschen lieben die und ich liebe sie auch. Dennoch ist es kein Muss. Also, ich hoffe, das kam jetzt richtig rüber. Ich freue mich, wenn ich dich unterstützen konnte jetzt zum Thema,
Lebensaufgabe und was ist das überhaupt? Was gibt es für Tools, die uns da unterstützen? Und ich lade dich jetzt ein, lass uns gemeinsam strahlen. Love and Lux, und Lux steht für lass uns gemeinsam strahlen, die Anfangsbuchstaben davon. Mach's gut, deine Alexandra. Tschüss. Lass uns gemeinsam strahlen auf dieser wundervollen Reise zum Herzkanal. Du bist bereit, in dein volles Potenzial zu gehen und möchtest regelmäßige Anregungen? Dann trage dich auf www.herzkanal.com kostenlos in unseren Montagsimpuls ein und erhalte exklusive Inhalte. Möchtest du deinen Entfaltungsprozess aktiv und positiv gestalten? Dann nutze ein kostenloses Erstgespräch oder treffe Gleichgesinnte in unserer Facebook-Community. Alle Links findest du in den Shownotes. Finde jetzt zu deinem hellsten Strahlen, finde zu dir, zu deiner Sternstunde. Musik.